Hallo Leute, herzlich willkommen aufs Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Diesmal mit einem neuen Lenkrad. Denn ich habe mir das Logitech G923 gekauft. Das ist ja das aktuell beste Lenkrad, würde ich mal sagen, so. Ich habe natürlich kein Unboxing gedreht oder irgend sowas. Ich dachte mir, komm, ich mache das einfach offscreen und sowas. Ihr seht auch schon irgendwie hier, dass Euro Truck Simulator 2 auch irgendwie ein Update hat. Ja, ich weiß nicht warum. Ich spiele auch gerade übrigens nicht auf dem Account mit dem Dingsbums. Ich will einfach ein bisschen hier mit euch das Lenkrad testen. Ich habe es natürlich gestern schon getestet, weil gestern kam es an. Ich musste ja hier ein bisschen so einstellen, dass hier alles funktioniert, so wie es sein soll. Weil ich das nicht im Video machen kann. So, wir fahren jetzt heute, würde ich mal sagen, hier mit dem grünen MAN oder sollen wir mit dem blauen? Ah, wir fahren mit dem grünen. Also hier, das ganze Overlay hat sich irgendwie geändert. Das Update gab's oder ist übrigens erst heute gekommen, ne? Deswegen konnte ich das Video auch noch nicht drehen. Oha, ist das schnell geladen. Okay. Das ganze Overlay hat sich hier geändert. Also auch das hier. Finde ich sehr geil, dass sich das hier so ein bisschen geändert hat. So, wir fahren jetzt hier mit dem neuen Lenkrad. Ich hatte davor natürlich auch schon ein Lenkrad, habe aber jetzt mir dieses Lenkrad geholt. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr krankes Gefühl, damit zu fahren, ne? So, jetzt muss ich mir mal kurz gucken. Okay, wir fahren jetzt los. So. Zack. Das ist definitiv geiler, weil du halt hier 900 Grad Drehung hast, ne? Was ich ja normalerweise nicht habe. Nämlich mein anderes Lenkrad hat nur, ich weiß gar nicht, wie viel mein anderes Lenkrad hat. Auf jeden Fall, glaube ich, nur 180 Grad oder so. Und hier kann ich richtig geil lenken. Ohne irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Klicken gehört. Aua. Ah doch, ich glaube, ihr hört es. Aber ist auch egal. So. Ich weiß nicht warum, aber die Bremse ist tatsächlich sehr stark. Also man muss dann noch ein bisschen stark reinhauen, weil man sonst nicht stehen bleiben kann. Aber das ist auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. So. Also man muss da richtig so reindrücken. Aber das ist schon ein sehr anderes Fahrgefühl, auch hier so 360 Grad, 900 Grad Drehung zu haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das hier eingestellt ist. Man hat ja auch eigentlich noch so Force Feedback, das habe ich auch aktiviert. Das heißt, wenn ich über Bodenschwellen und sowas fahre, merke ich das im Lenkrad. Ich merke aber jetzt nicht, dass der Motor an ist. Das habe ich ausgestellt, weil das dann jetzt so laut vibrieren würde, dass das sogar im Video praktisch dann irgendwann stören würde. Deswegen habe ich das ein bisschen leiser so gemacht. Aber macht ja nichts. So. Okay, zack. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt... Ich habe gar nicht geguckt, wo wir hin müssen. Egal, wir fahren einfach. Ich finde auf jeden Fall das sehr geil, dass das sich so geändert hat, ne? Also, das Overlay sieht jetzt schon geil aus. Sag mal, sind das hier irgendwie Zwillings-LKWs oder wie? Ne, ich habe natürlich jetzt hier auch keine Mods installiert und sonst was, ist wirklich das originale Spiel gerade. Ja, es ist noch grün. Was ich aber eingestellt habe, ist Bußgelder aus und die Müdigkeitssimulation, weil die will ich jetzt nicht haben hier beim Testen. Beziehungsweise ich habe es natürlich schon getestet, aber ihr könnt jetzt auch einmal sehen, ne? Also es ist wirklich ein sehr geiles Fahrgefühl, so mit dem Lenkrad zu fahren. Also das ist wirklich ein sehr geiles Lenkrad. Und ich werde auch mit Forza Horizon 5 werde ich damit spielen. Allerdings habe ich aktuell zu wenig Speicherplatz. Das heißt, im nächsten Monat irgendwann wird dann das Video kommen, wo ich dann auch Forza Horizon 5 mit dem Lenkrad spielen kann und sowas alles, weil ich dann erst genug Speicherplatz wieder habe. Aber macht nichts. Also dauert noch ein bisschen, aber das kommt auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir hier mal bisschen hier reinbremsen. Also am 3.6. bin ich auch im Urlaub. Was heißt im Urlaub? Also auf Klassenfahrt. Das heißt, ich bin gar nicht zu Hause.
Das heißt, es kann auch sein, dass da ein paar Probleme wieder mit den Videos gibt. Ich will natürlich auch wieder vorproduzieren. Ich drehe 5 Tage Videos vor. Das heißt, von Montag bis Freitag sind die Videos dann ab dem 3.6. vorproduziert. Also nicht wundern. Das liegt einfach daran, dass ich gerade dann auf Klassenfahrt bin. Aber es kommen natürlich Videos, es kommen auch Shorts. Das will ich auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall da. Ich muss mich auch bald beeilen, weil ich habe ja aktuell zu wenig Speicherplatz. Das heißt, es könnte auch ein bisschen Probleme geben mit dem Speicher. Das heißt, es könnte sein, dass ich sogar an einem Tag 2 Videos drehen muss. Aber das wird auf jeden Fall machbar sein. So. So, wir sind jetzt hier auch endlich mal auf der Autobahn. So. Zack. Genau, also die werden halt einfach ein bisschen vorproduziert. Aber macht ja nichts. So, Hamburg fahren wir, glaube ich. Übrigens, das, was hier klingelt, ist das eben eine Uhr. So. Genau. Ich weiß gar nicht, was sich jetzt hier so alles geändert hat. Ich glaube wirklich nur, das Overlay hat sich hier so ein bisschen geändert. Das Update hat auch auf jeden Fall lange gedauert. Ich glaube eine Stunde, glaube ich. So anderthalb, also eine Stunde oder 15 Minuten ungefähr. Also war wirklich ein langes Update. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus, so, ne? So. Auf jeden Fall geil. Also am 3.6. bin ich, wie gesagt, nicht da. Das heißt, wenn es da Probleme gibt, tut's mir leid. Ne? Kann ich leider nichts machen, so. Ja. Ich hoffe natürlich, dass da alles normal läuft, wie es laufen soll. Ich werde ab und zu auch mal gucken, ob da alles hochgeladen wurde und sowas. Und dann hat sich der Lack. Und mein Handy klingelt wirklich durchgehend. Also nicht wundern. So. Müssen wir hier auch schon wieder rechts rein, oder was? Wir müssen tatsächlich nach Hamburg, okay. Also es ist wirklich ein anderes Gefühl, so zu fahren, ne? Also die Investition ist wirklich geil. Also wirklich stark in diesem Ding. Weil so zu fahren, du kannst richtig die Kurven mitnehmen. Also das ist wirklich sehr geil. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht umkippt. Und irgendwo reinfährt hier. Warum blinke ich? Das wollte ich gar nicht. Ich habe hier auch irgendwo eingestellt, dass ich hupen kann. Hier kann ich hupen. Okay, hört man jetzt nicht so, weil es irgendwie leise ist. Aber egal. Was will der LKW jetzt hinter mir? Mich jetzt überholen oder was? Elefantenrennen? Kannst du ja gerne machen, Kollege. Nur weil ich hier 60 fahre. Erstmal hier anhupen. Auch nichts dafür. Ich will mir auch noch so einen Schalthebel holen, dass ich dann auch richtig schalten kann. Aber das hole ich mir erst nach der Festplatte. Und ich weiß nicht genau dann, wann die Festplatte ankommt, weil ich bin ja am 3.6. schon weg. Das heißt, ich kann dann praktisch auch fast gar nicht mehr, also ich kann das dann erstmal nicht bestellen, erst nach dem Urlaub in Anführungszeichen. Also warum leckt die Scheiße jetzt hier? Also praktisch nachdem ich wieder da bin und ich bin erst am, also ich bin 5 Tage praktisch weg, das heißt bis zum 8. oder so. Warte, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, am 8. bin ich noch weg. Also praktisch am 9. erst wirklich wieder zu Hause. Und ja. Also es könnte ein bisschen problematisch werden, sage ich mal so. Aber macht nichts. So. Es tut mir auch leid, dass es hier irgendwie leckt gerade. Ich weiß nicht warum. So. Hier muss ich jetzt ein bisschen langsamer werden. So.
Also es tut mir gerade wirklich leid, aber irgendwie leckt es hier in der Innenstadt. Boah, jetzt hör doch mal auf zu laggen, Spiel. So. Zack. Ah, ich fahre rückwärts. So, jetzt. Na, jetzt ist wieder rot, perfekt. Egal, ich fahre jetzt. So. Zack. Na, also am 3.6. bin ich weg und das sind jetzt noch so 2 Wochen ungefähr. Und in den 2 Wochen, also nächste Woche werde ich dann wahrscheinlich die Videos schon vorproduzieren. Das heißt, es wird anstrengend. Aber was muss, das muss, sage ich dann nur. So. So, hier leckt es natürlich wieder. Warum auch sonst? So. Zack. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier hin müssen, ehrlich gesagt. Egal, wir sehen wir jetzt. Und ist es bei euch auch so warm? Also es sind, glaube ich, 26 oder 27 Grad gerade. Also wirklich warm ist es. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt hier hoch. Es könnte sein, dass es jetzt vibriert. Ich hoffe, es vibriert bei euch nicht. So. Das Geile ist, das Lenkrad tut dann auch so ein bisschen mit steuern. So, was ist denn hier voll? Voll, voll, voll. So. Ich glaube, wenn ich jetzt sogar hier rausgehe aus dem Spiel. Das wollte ich jetzt nicht machen. So. Ich mache mal kurz das Lenkrad gerade. So. Stell mich hier mal kurz in den neutralen Modus. Handbremse rein. Und einmal hier. Überspringen. Ergebnisse jetzt anzeigen. Let's go. Fortfahren. Leute. Das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.